Das Spiel hat noch nicht mal angefangen. Und ich habe schon Schiss. Und damit, hallo und herzlich willkommen zu Little Nightmares 2. Es geht weiter. Ich habe Angst. Das stört mir einfach. Wenn ich hier noch lang rede. Nee, dann gehe ich einfach wieder. Da habe ich keine Lust mehr. Ihr alle wisst eh, worum es geht. Wenn ich, ist ein Horrorspiel mit Kindheit, Ängsten, Fortsetzung von Teil 1. Keine Ahnung. Hier sehen wir einen langen Flur. Den würde ich nicht entlang gehen. Na? Wie geht's? Bist du aus dem Fenster geplumpst? Ich habe auch gesehen, dass es für Little Nightmares 2 eine Demo gibt, aber die habe ich nicht gespielt. Was ist das? Ein Block. Ja, wir sind hier in einem Wald. Ich weiß nicht, ob ich das toll finde oder... Oh, guck mal, wir können hier in den Hintergrund. Haben wir Licht? Ja, ja, wir haben kein Licht. Ja, hier sind Fernseher. Und wir haben eine Papiertüte über dem Kopf. Sehr schön. Was soll hier schon sein? Wir sind im Wald, hier gibt es noch Tiere und Mörder und Käfige. Was ist da drin? Komme ich da hoch? Was alles, was halt so sonst im Wald so typischerweise ist. Bäume haben wir natürlich auch. Warum sind da so viele Fliegen unten? Hi. Was ist das? Keine Ahnung. Vielleicht, ich glaube, ich will es auch gar nicht wissen. Oh, da hinten ist ein Seil. Okay, ich glaube, wir müssen rüberspringen. Und das kommen wir, glaube ich, nicht hoch. Hoppa. Fast verkackt. Noch so ein Käfig. Nee, ich will nicht mehr weiter. Dieser Wind, diese Geräusche. Nein, nicht hoch. Okay. Ich wollte mich eigentlich an dem Gitter festhalten und daran ziehen, aber wahrscheinlich ist es noch nicht. Ah, dem Gitter können wir bestimmt ziehen. Tada! Jetzt müssen wir da rein ohne Licht. Ja, ich duck doch. Ich war nur zu blöd, das Loch zu treffen. Zum Glück bin ich eine Frau. Ha. Ja. Ja, hi! Können wir wieder zurück? Können wir wieder durch den Fernseher zurück? Wie herkam? Warum sind hier Schuhe? Niemand weiß es. Hier. Ich lasse euch einfach mal, ne? Das kriegt ihr schon hin. Okay, wenn ich jetzt über diesen Baumstamm laufe, gibt es kein Zurück mehr. Wir gehen nochmal zu diesem Sack. Na du? Hast du noch Platz da drin?
glaube, nach hinten können wir nicht. Oh, voll gegen eine Alpha-Wand gelatscht. Hier dein Schuh. Dann gehen wir mal. Warum habe ich dieses Spiel gestartet? Und jetzt gibt's kein Zurück mehr. Oh yeah. Oh. Ich sehe diese Falle. Ich bin trotzdem neugierig. Also ich will diese Falle trotzdem auslösen. Ich will... Also, ich meine, mir ist klar, was passiert, aber ich will wissen, was passiert. Ach komm, scheiß drauf. Tada! Okay. Dann wäre das auch erledigt. Gehen wir weiter. Die Küste brauchen wir wahrscheinlich. Na. Scheint eine sehr schwere Kiste zu sein. Na komm, kleines Kisti. Du dienst mir jetzt als Treppe. Die Anfänge sind ja eigentlich meistens immer ruhig, aber ich... Ich weiß, je weiter ich vorankomme, desto schlimmer wird's. Und darauf habe ich keine Lust. Ah! Hätte ich da warten müssen? Ich glaube, ich hätte da unter den Stein gemusst. Den habe ich aber gesehen, als es schon zu spät war. Und dann war ich so, ich renne einfach. Ich komme mal wieder nicht mit der Steuerung klar. Es überfordert mich alles. Hä? Ich war doch jetzt hinter diesem Stein. Ist das nicht die Lösung? Okay, nee, das war nicht die Lösung. Okay, ich war dann wahrscheinlich aber nur zu langsam. Ist in Ordnung. Warum habe ich dann überhaupt versucht, hinter diesen blöden Stein zu kommen? Zurück kommt auch nicht mehr. Okay. Hm. Oh! Eine Schlinge. Na, was machst denn du hier ganz alleine? Wo ist denn dein dazugehöriger Körper? Oh, warte, wir kommen hier hoch. Ja, gucken, ob hier unten irgendwas ist. Ah, das ist nur der Zurückweg, falls man hier runterfällt, vielleicht. Überall diese Fliegen, ey. Hä? Bin ich gerade an dem Schatten hängen geblieben? Keine Ahnung. Okay, dann gehen wir mal hoch. Hoch, 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 hoch. Und benutzen dich anders als das, wofür du gedacht warst. Vielleicht. Und
kurbeln hier erstmal. In welche Richtung? In die, okay. Das geht doch bestimmt wieder hoch, oder? Ja. Warten wir. So. Tada! Oh nein. Es wird doch bestimmt das erste Monster hier eingeführt. Ich will nicht. Ich muss da doch jetzt nicht ernsthaft rüber. Ich schaffe doch niemals diesen Sprung. Aber es scheint in der Höhe zu sein, die wir vielleicht überleben könnten. Ich probiere es einfach. Und alle ab? Nee, sage ich ja. Okay, denn die Höhe überleben wir auch nicht. Hier ist ein Seil. Vielleicht hier irgendwie runter? Oder so. Wer braucht schon Seile? Ja, dann können wir uns irgendwie nicht festhalten. Wer braucht schon Seile? Ich mag die Musik nicht. Die ganze Zeit laufe ich in den Hintergrund und bin gegen Alpha-Wände gerannt. Jetzt war da keine. Sondern nur der Tod. Das finde ich gemein. Ist hier vorne noch irgendwas? Geht's hier weiter oder geht's da hinten weiter? Ich weiß es nicht. Wir gehen einfach mal diesen langen, dunklen Gang hinunter. Hi. Na du? Oh. Das scheint Vulkanfreund gewesen zu sein. Hier ist eine Schaufel. Und Füße. What the fuck? Kille, 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 kille. Kille, 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 kille. Kille, 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 kille. Okay. Geht's jetzt weiter oder nicht? Ich sehe halt nicht so viel, ne? Wir haben kein Licht. Okay. Dann war das nur ein Secret oder so. Dann wieder zurück. Und hier hoch. Bestimmt wieder einige Tote, die ich habe, weil ich mit der Steuerung nicht klarkomme. Na, noch mehr Schuhe. Und eine Krähe. Glaube ich. Keine Ahnung. Ich kann. Also ich weiß theoretisch den Unterschied zwischen Krähen und Raben, aber in der Praxis kann ich den irgendwie nicht anwenden. Hi. Nimm mich mit. Ja, ich biete dir auch einen Schuh aus Austausch. Ich habe ihn selber gegessen. Kann ich das mit allen Schuhen machen? Hm. Oh. Kann ich auch nur das mit mir machen? Wir katapultieren uns aus dem Wald hinaus. Hui, Trampolin. Okay. Na, nein, nicht. Schuh. Zum Werfen als getragene. Muss ich was werfen? Brauche ich einen Schuh? Ich ist nur ein Schuh. Ich habe die anderen Schuhe kaputt gemacht. Ich glaube, ich brauche die, Ich will schon wieder wissen, was passiert. Also, ich will mir das angucken. Wir gucken uns das einmal an. Lalalala. Oh, was ist denn hier? Oh, eine Falle. Damit hätte ich ja niemals gerechnet. Welche Überraschung. Oh. Wenn wir... Warte. Können wir... Funktioniert das nur in die Richtung?
Jetzt funktioniert es gar nicht mehr. Na, nimm dir den Schuh. Warte. Hup. Wenigstens sind jetzt alle Schuhe wieder da. Ja, das hatte ich vor. Ich meine, gerade stand es noch da, wie man wirft, und ich vergesse es trotzdem. Selbst dass es da stand, habe ich es vergessen. Ach, wie nett. Damit kommen wir gleich weiter. Ich sehe eine Bärenfalle. Ich sehe, dass ich da reinlaufe. Ich muss das tun. Die Lacker so einladend. So einmal zum... Es tut mir sehr leid, Mono. Es tut mir sehr leid, dass du so leiden musst. Die Bärenfalle wird gleich zu so einem anderen Kettenhund. Wir laufen vorbei, der so... Das wäre lustig. Hier hat jemand mit einem Stock die Falle ausgelöst. Wir haben einen Stock. Wow. Weiß nicht, wer mehr Aggression hatte, die Bärenfalle oder wir, als wir den Stock da drauf gehauen haben. Was ist hier so? Noch jemand? Warum waren die ausgelöst und nicht die... Wo weiter? Also ist sie doch. Ja, okay. Alop. Anzapfen. Ich hab mich erschrocken. Ich wusste, was passiert, aber ich hab mich erschrocken. Können wir auf diesen Stein rauflaufen? Okay, jetzt kommt meine Sache, bei der ich immer scheitere. Oh, obwohl, es läuft gut. Es läuft gut. Hoch mit dir. Ich hätte schwören können, ich laufe außersehen seitlich, ohne dass ich es merke und falle dann runter. Das ist so typisch bei mir, wenn irgendwelche 3D-Passagen sind. Räumliche Vorstellungen und so. Nicht gut bei mir. Nicht gut. Aber nett, dass hier überall so Vogelbrutkästen sind. Hier scheint ein wahrlicher Tierfreund zu sein. Hi. Also, er mag Vögel, aber er mag wohl keine Bären. Tierrassist! Das ist ein Haus. Also entweder wir wohnen jetzt in diesem Haus und bleiben einfach da und finden es voll okay, hier zu wohnen. Und wir machen einfach ein großes Buch um das Haus. Aber die Musik sagt, mach einen Bogen drum. Warum steht hier ein Klo? Okay, hier ist nichts. Klopf, klopf, ist jemand zu Hause? Kann ich irgendwas mit diesen Flaschen machen? Kann ich mich...
Nicht kaputt. Die ist kaputt gegangen. Dann schaffen wir das doch mit der anderen auch. Wir sind Link 2.0. Link nimmt sich Krüge und wir nehmen uns halt Flaschen. Weinflaschen oder so, keine Ahnung. Ich glaube, die kriegen wir jetzt nicht mehr kaputt. Ah doch, ha! Jo, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass ich eure Flaschen kaputt gemacht habe. Oh, ich habe mich erschrocken wegen dem flackernden Licht. Ist das klug, wenn ich Lärm mache? Es macht halt Spaß. Na, nicht. Warum drehst du dich dann um? Nimm dir. Okay, dann halt nicht. Ist die Apfel heiß? Wir werden es nie rausfinden. In was stehe ich denn jetzt? Ich stehe mit dem Topf. Papas Lieblings... Passe. Ich darf nie wieder mitspielen. Ich weiß nicht warum. Essen. Kann ich mal jemand die Glühbirne auswechseln? Was ist in der Kiste? Was hast du geglaubt, hier drin zu sehen? Eigentlich nichts. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich den aufmachen kann. Boah, lecker Essen. Hier hätte Six hingemusst. Wegen ihrem Hunger. Hier gibt's Essen. Was sehe ich darin? Ich weiß nicht, hier kenne ich viel. Was ist das unten? Kuchen? Noch mehr Kuchen? Wein? Käse vielleicht? Ich weiß es nicht. Lief die Musik nicht bei Little Nightmares 1? Klar, ich gehe in den Keller, wo die Musik herkommt. Tut denn sowas freiwillig? Was bist du denn? Das Westernbüschel, was so durch so sehen weht. Was ist mit dir? Ah, warte, ich habe eine Idee. Wo ist das Westernbüschel? Aber ich hätte auch gerne die Spieluhr. Ich helfe dir, Kleines. Oh, eine Axt. Können wir die Axt mitnehmen? Ja, geil. Damit kann uns niemand mehr was tun. Yes, Johnny! Nein, nimm doch die Axt mit. Da hat es viel weniger Angst. Oh, die da hat einen Knopf gezeichnet. Hi! Na du? Ich habe eine Axt, komm her. Wird sterben. Ich meine, beim DLC von Little Nightmares war es ja auch so, dass die vorgegangen ist. Los, Spiel. Gestorben ist.
Jetzt sind wieder diese Fleischerhaken. Okay, der hat irgendwelche Striche gemalt. Vielleicht Tagen, die er hier ist. Keine Ahnung. Hat Menschen gemalt, Gnome. Aber der Gnome, der mit dem Mensch Händchen hält, das Männchen wurde durchgestrichen. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 Striche zähle ich. Mhm. Oh, rennt hoch. Oh, schade. Können wir die Axt mitnehmen? Ich meine, man weiß nie, wann man eine Axt braucht, ne? Ich sag's nur. Oh, wir können damit sogar rennen. Wie langweilig. Dann bleiben wir einfach in dem Keller. Das scheint sicher zu sein. Der hat da schon mindestens 50 Tage drin überlebt. Da ist eine Axt, mit der man sich wehren kann. Links sind Geräusche. Ich gehe nach rechts. Dieses Tier sieht ganz merkwürdig aus, soll es ein Elch sein? Ich finde, dieser Elch sieht sehr merkwürdig aus. Die sehen nicht lebendig aus. Oh, hi! Das heißt, rechts geht... Was ist denn dann links? Mutza. Oh. Setze gesammelte Hüte im Pausenmenü ein. Okay. Wir sind von Papiertüte zu einem Russen mutiert oder so. Keine Ahnung. Ich glaube, ich behalte meine Tüte. Die ist toll. Noch mehr Schuhe. Da oben sind noch mehr Hüte. Können wir nicht wieder so einen Hut haben? Okay, hier geht's nicht weiter. Da war eine Sackgasse mit dem Hut. Was ist denn mit diesem Jungen da? Was ist denn mit seinem Auge falsch? Na, schmeckt's? Mit Essen spielt man nicht. Süßer Kuchen einfach gerade wieder gespawnt. Hä? Habe ich nicht mitbekommen auf jeden Fall. Kann ich jetzt im Auge ziehen? Nö. Dann geht sie anscheinend weiter. Vergesst euren Nachtisch nicht. Was hast du vor? Ja, kriegst du wohl nicht hin alleine, ha? Huh? Bist zu schwach und zu klein. Ja, blöd, ne? Was machen wir jetzt? Da bin ich wieder. Na? Diesmal habe ich keine Axt dabei. Es tut mir sehr leid. Das ist ein Schlüssel an der Tür. Das finde ich nicht so toll. Was? Ach, jetzt wollen wir beste Freunde sein, nachdem du mich umgestoßen hattest. Wo ich noch eine nützliche Axt hatte. Was der sich wohl denken muss. Gucken wir uns hier mal um. Können wir nicht aus dem Fenster raus? Können wir nicht wieder da raus, wo wir reingekommen sind? Ist ja okay.
Das fände ich nicht toll. Tschüss. Ich gehe dann mal, ne? Ich glaube, jetzt wurde offiziell das Monster eingeführt. Ich mag das nicht. Ich finde das nicht in Ordnung. Ich hätte gerne Licht. Ich vermisse Licht. Na, hilf mir mal. Anscheinend sind wir jetzt zu zweit unterwegs. Mal schauen, wie für wie lange noch, ne? Ich sag's ja nur. Oh, ein Schlüssel. Oh, nee. Ah. Wir brauchen irgendeine Kurbel, um an den Schlüssel ranzukommen. Aha, ich verstehe. Mhm, hier kann man sich festhalten. Okay. Es sollte das lassen. Wo ist denn ein Hebelchen? Ah, ja. Wir können ja jetzt Räuberleiter machen, ne? Oh, praktisch. Eine Rampe. Lalala. Ja, ne, war schön mit dir. Tschüss, wir brauchen den Schlüssel doch nicht. Ja, hi! Na? Ich glaube, das ist auch so ein Dings, was an dem Esstisch ist. Ich glaube, es ist lebendig. Bitte lass es nicht lebendig sein. Bitte nicht. Hi, na? Ich nehme mir das mal kurz, ne? Es ist nicht lebendig. Da kann ich mich ja noch umschauen. Mhm, mhm. Ich sehe, ja, hier gibt's. Hier gibt's sonst, nichts. Okay. Na du? Ich nehme mir das mal, ne? Deinen Arm kannst du behalten. Den brauche ich nicht. Ich brauche nur den Hebel. Okay, ich dachte kurz, wir passen hier nicht durch. Sag mal, ich habe den Hebel und bin aufs Maul gefallen. Und hopp. Hä? Ah, ich dachte, ich hätte irgendwas falsch gemacht. Cool, wir haben den Schlüssel. Wir haben den Schlüssel gegessen. Und müssen wir jetzt zurück. Komm wieder zurück. Mach mal einen Räuberleiter. Ah, vielleicht hier die Kiste. Ja. Okay. Ah. Da bist du wieder runter. Ich meine, irgendwas hat gehört, wie diese Leiter runtergefallen ist. Was soll schon passieren? Dann gehen wir halt jetzt mal runter. Ach, finde ich ja. Bist du bereit? Bist du bereit zu rennen? Ich nicht? Egal. Komm, wir gehen jetzt. Wir gehen jetzt runter, ja?